Und ich finde auch zu Sachsen-Anhalt muss man schon deutlich sagen, also das ist wirklich ein Landesverband, wo in extremer Weise die Neonazi-Szene präsent ist. Also ihr Spitzenkandidat hat sich in einer Facebook-Gruppe wohlgefühlt, die es witzig fand, das Bild der von den Nazis ermordeten, Mädchens Anne Frank auf eine Pizzaschachtel zu montieren und darunter zu schreiben, ofenfrisch. Also ich muss sagen, das finde ich so widerwärtig, das finde ich so ekelhaft. Und wenn Sie mit solchen Leuten drantreten, dann können Sie hier nicht sich hersetzen und so tun, als seien Sie hier die große bürgerliche konservative Opposition. Das sind Sie nicht. Solange Sie solche Typen in Ihrer Partei haben, ist es eben völlig berechtigt, dass jeder Sie daraufhin anspricht. Und Sie machen das ganz bewusst, dass Sie sich davon nicht distanzieren, weil Sie eben dieses Milieu auch haben wollen und auch ansprechen wollen. Was ich allerdings noch viel schlimmer finde, ist eben, dass tatsächlich eine Partei, die solche Typen als Spitzenkandidaten aufstellt, natürlich von diesem Unmut, von diesem Frust, von dieser Hilflosigkeit, die viele Menschen spüren. Und es ist ja schon prägnant, wenn etwa 50% der Menschen in Sachsen-Anhalt die Parteien, die jetzt im Landtag sitzen, gar nicht gewählt haben. Also fast 40 waren nicht bei der Wahl und 9% haben sonstige Parteien gewählt, die nicht drin sind. Also die Hälfte der Bevölkerung ist gar nicht hingegangen. Und das ist eigentlich ein Grundproblem, das ist auch nicht nur ein Ostproblem, dass ganz viele Menschen in diesem Land sich von der Politik im Stich gelassen fühlen, im schlimmeren Fall sogar wirklich verraten und verkauft fühlen, weil ihre Interessen keine Rolle spielen, weil sie keine Stimme haben, weil sie schon bei dem Wirtschaftsaufschwung vor der Corona-Krise nichts abbekommen haben, weil sie bei Corona wieder die Verlierer waren. Und natürlich auch spüren, für andere ist dann Geld da, da werden also mangelhafte Masken gekauft für 1 Milliarde, da wird nicht richtig hingeguckt, wenn bei Testzentren Riesenbetrug stattfindet, da füllen sich Politiker teilweise selber noch die Taschen und das führt doch zu solchem Frust und das muss sich irgendwie dringend ändern, aber damit die AfD nicht weiter derart profitiert.